Wir müssen auf jeden Fall irgendwie in Richtung Assassinenbüro und dann uns wieder ein Versteck suchen. Ich glaube, unter uns müsste die Markthalle sein. Oh, da war ein Loch. Vielleicht können wir ja hier lang. Und sie haben aufgegeben, uns zu suchen, aber wir sind... Naja, so viel dazu. Aber sie haben immer noch was gegen uns. Au, au, au. Nicht mit mir. Ich glaube, manche richtig starken Schläge kann man nicht so gut parieren. So, du hast mich jetzt genug geärgert. Und du auch. Jetzt laufen wir erstmal weiter in Richtung geheimes Assassinenbüro. Und hier kommen wir nicht um. Na dann laufen wir eben in die Richtung, wobei da unten Wachen sind. Das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Können wir denn vielleicht hier lang? Oh. Und dieser Stadtteil steht uns anscheinend noch nicht zur Verfügung. Laufen wir also erstmal hier entlang. Na komm, hier hoch. Vielleicht können wir ja doch lieber... Ja doch, ich glaube, wir sollten hier lieber rüber. Denn das sieht doch ganz schön weit aus. Und? Hallihallo, wir sind wieder da. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Und der alte Ehe macht immer wieder so einen kleinen Knicks. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Kleiner Bug anscheinend. Attentat beendet. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Erinnerungen bis Masya vorspulen. Ja, natürlich. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten sie untertauchen. Auch das Kommt, Altair. Sprecht mit mir. Wie Ach, ihr wünscht. Wer steht da? Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen.
und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Auch sie werden sterben. Na, mal gucken, was haben wir denn diesmal bekommen? DNA-Synchronisation hinzugewonnen, das heißt, wir haben mehr Leben und wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, und zwar Balance halten und ausweichen, Schwertmeister, Schaden, jawohl, das heißt, wir machen wohl jetzt ein bisschen mehr Schaden, aber im Hof wollen wir nicht trainieren. Nein. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Also das finde ich doch ein bisschen nervig. Also da habe ich nicht wirklich Lust zu. Ich verstehe. Ich meine, wäre ich jetzt ein Neuling, ist es ein Creed, also absoluter Neuling und ja, überhaupt gar keine Ahnung. Tutorial verlassen, jawohl. Ihr seid beschäftigt. Dann wäre das vielleicht ganz okay, aber jetzt so fürs Let's Play ist es doch ein bisschen unangenehm. So können wir vielleicht, ja genau, wir können wieder schnell reisen, das ist super. Dann nehmen wir wieder als nächstes Arkon und wir gehen ins Büro. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Na denn, was habt ihr denn für einen Auftrag für uns? Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja. Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel. Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker, auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Na dann, gehen wir doch mal los und holen uns wieder ein paar Beweise für unseren nächsten Auftrag. Gut, dann checken wir doch erstmal die Map. Gehen wir also nach da. Gut. Dann hüpfen wir mal wieder fröhlich los. Ich wollte eigentlich hüpfen. Hüpfen? Hüpfen. Ach, egal. So, das ist der Turm da drüben, wie es ausschaut. Und wir haben... Was ist das denn für einer? Ist aber kein Templer, oder? Nee. Die haben nur so... Oder ist es ein Templer? Der ist so bunt angekleidet. Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber, das ist ein Templer. Haben die Templer hier die Kontrolle?
Wobei der auch wieder, der Bogenschütze, kein Kreuz auf seiner Brust hatte. Ich glaube, das ist kein Templar. Naja, gut, synchronisieren wir erstmal, bevor ich hier noch irgendeinen Stuss erzähle. Sind wahrscheinlich hier die Wachen von Arkon, die so hübsch angezogen rumlaufen. Einen von 11 Aussichtspunkten im Nobelviertel von Arkon. Oh. Oh. Erklommen. Das war natürlich wieder perfekt gemeistert. Ja, super. Hab ich wieder richtig toll hinbekommen. Gehen wir also jetzt zu dem Punkt und ich glaube, diesen Aussichtspunkt finde ich so. Oh. Und da ist wieder ein Templer. Und du bist schuld. Du bist schuld, dass ich runtergefallen bin. Ja, du. So, 2 von 60 Templern haben wir jetzt. Immer wieder interessant, wie ich umkomme. Also nicht durch Kämpfen oder so, sondern durch einfach unfähiges Springen. Ja? Naja. Ganz ruhig. Hier war niemand. So, da ist wieder ein Bogenschütze. Vielleicht können wir dem ja ein Wurfmesser reinhauen. Jawohl, können wir. Oh, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Massenpanik ausgelöst, da unten. Laufen wir mal lieber hier lang, weil sonst könnten uns die Wachen erwischen. Und es ist auf einmal so still. Wo ist die Musik hin? So, ich habe doch eben hier irgendwo eine Wache gesehen. Ich glaube, ich eliminiere den erstmal. Und kletter dann ganz in Ruhe hoch. Genau, so machen wir das. Und hier Vögelchen. Synchronisieren wir. Mal wieder. Oh, was ist denn da hinten? 2 von 11 Aussichtspunkte im Nobelviertel von Arkon erklommen. Und da hinten blinkt auf jeden Fall irgendwas. Was ist das denn? Informantenherausforderung. Ein Attentat. Naja, okay. Das wäre ja auch mal wieder was Neues. Huch. Ich will aber so ungern wieder runterfallen. Na gut, dann gehen wir lieber hier rum. Ich sollte wirklich aufpassen, dass ich nicht einfach so blindlings irgendwo hinspringe, weil sonst genau das passiert, was eben passiert ist. Und zwar irgendwie jetzt gefühlte 10 Meter, 20 Meter runterfallen. Hier irgendwo ist ein Informant. Da unten steht er, ja? Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Nein, ich habe immer noch meinen Verstand. So, was hast du denn für uns, Herr Kollege? Bei Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, 2 an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Eliminieren Sie heimlich alle Ziele und melden Sie sich bei Ihrem Informanten anscheinend zurück. Der Text ist manchmal ein bisschen zu schnell weg, finde ich. Na gut. Vielleicht lese ich auch einfach nur zu langsam vor. Das kann auch sein. Hey, was ist denn mit dir los? Hast du ein Problem? Schwarz betrunken, ja, Mann, oh Mann.
Na dann, sind bestimmt wieder Bogenschützen. Aber wir dürfen ja nicht auffallen. Luken wir mal vorsichtig hier rüber. Das wird dich lehren zu stehlen. Du dreckiger Dieb. Aber noch sehe ich keinen, aber er müsste. Wer ist das denn? Ich sehe keinen. Ich dachte, es wäre ein Bogenschütze. Aber wahrscheinlich ist es doch eine ganz normale Wache. Habt ihr das gesehen? Na komm, runter. So, die Frage ist, wer ist es? Er ist es. So, ich laufe mal schnell weg. Weil diese Wache wird bestimmt gleich ganz viel Aufmerksamkeit... Hey, hör auf, mich zu schubsen. Ganz viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist meine Flagge. Eine von 34 Templerflaggen. Er ist es. Gib mir noch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Ah, oh, das war nicht gut. Das ist nicht gut. Ach. Ja, guckt mich nicht so an. So ein Mist. Na gut, machen wir das eben noch einmal.